Danach noch eine Kobra. Ein Goliath. So, komm mal her hier und reparieren wir mal hier meine Kobras. Ja gut, wir sind auch ganz schön im Vorsprung gegen unserem Orlands. Von daher können wir uns mal kurz eine kleine Pause. Was machen wir? Bauen wir uns zwei eigene Belagerungspanzer B? Nein, wir rufen uns die hier ran. Obwohl die nicht billig waren. So, die kommen. Ja, Radius über die ganze Basis. Aber ich glaube, so weit müssen wir gar nicht kommen. So, wollen wir die Kobras mal ein bisschen zurückziehen. Zum Schluss produziert er mir noch einen Siege Tank. Und hier mir mal drei Minen hinlegen. Perfekt. Das ist aber auch eigentlich scheiße, ob das Mineralienfeld erschöpft ist. Ich brauche es eigentlich sowieso nicht. Warte mal, hier machen wir. Na ne, machen wir doch nicht. Auf geht's. Ich weiß nicht, soll ich die Basis hier oben angreifen? Ja, ich glaube schon, die sollte nicht so stark bewacht sein. Aber da kommen Space Marines. Space Marines. Die uns nicht gerade. Boah, scheiße, der Belagerungspanzer hat sich ausgefangen. Mach den schnell platt, ey. Alter, Siege stellt sich auf einfach. Geht gar nicht. Ich würde schon sagen, dachte schon, da wäre noch eine Einheit. Ja, super. Steht da nur Marodeur hin. So, wollen wir den mal hier oben jetzt deren Basis zerschmettern. Ja. Intelligent, wenn hier so ein Heiler steht. Komm, erst die Space Marines, die können uns nämlich schaden. Und vor allem der Goliath hier hinten. So, komm, jetzt macht mal alles langsam hier nieder. Hier ist alles in Ordnung. Benötige weitere Depots. Natürlich, sehr, sehr gerne. Zack. So, das hätten wir auch auseinandergenommen hier. Gesperrt. Ich glaube, wir haben auch unseren BBF hier gerade verloren. Ich sehe den nicht mehr. Toll. Wo? What? Ach so, ja, das ist hier unsere Freundin. Gut, ich dachte schon, was da bloß alles steht. Boah, ich will hier oben in die Basis, aber die ist so gut verteidigt. Hier hinten, ah, guck mal, hier hinten sind Mineralien. Die können wir jetzt mal eben einsammeln, aber die Basis hier ist so gut verteidigt. Und der hatte keine Chance, der Einzelne. Und der hatte auch keine Chance. Ich will jetzt eigentlich nur noch versuchen, da rein zu kommen. Den Lufteinheiten. Na, ich ziehe mich zurück, aber ganz schnell. Boah, komm zurück zur Basis. Zack, hierher. Na, ich muss noch ein paar Kobras reinhauen, sonst klappt das nicht hier. Was will der eigentlich? Boah, der soll sich bloß verpissen. So, jetzt zeigt's dem mal. So.
Hier, die WWFs haben hier, sind hier fertig. Nee. So, hier bauen wir mal ein neues. Der Siege Tank fährt jetzt auch bei uns mit. Den können wir im Notfall aufsiegen. Aber die Space Marines und so bleiben schön brav hier. Als kleine Verteidigung, weil so viele Einheiten werden nicht mehr kommen. Ich habe die Basen eigentlich soweit ausgeschaltet. Hier werden noch Mineralien. Cobra, komm mal mit. Ah, könnte aber auch sein, dass hier hinten unten noch Einheiten stehen. Naja, lege ich erstmal drauf an. Ich hoffe es zwar nicht, dass die... Doch, das... Cobra kommt zurück. So schnell wie möglich. Denn das solltest du nicht überleben. Können wir auch zwei Marodeure ausbilden. Ich würde mal sagen, ich greife jetzt hier an und hole mir die Mineralien da. Die sollten ja gegen diese Macht überhaupt gar keine Chance haben. Auf Siegen. Schon ist das in der Sichtweite alles. Oh, komm her. Das könnte jetzt eigentlich auch mal reichen. Für diese Tussi. So viel kann die gar nicht brauchen an Mineralien. Das ist unmöglich. Das ist da Mineral. Das ist doch unmöglich. 6000 braucht die. Oh, ich habe das letzte Protoss-Relikt gefunden. Das ist gut. Fuck, unsere Basis wird angegriffen. Ja gut, ich glaube, sie wurde aber auch nur angegriffen. So, wo bekomme ich denn meine restlichen 300 Mineralien noch her? Der ist gerade nur bei 4000. Das ist nicht viel, was der hat. Hier sind noch Mineralien. Einmal hintuckern. Die zwei Cobras kommen jetzt auch mit in den Trupp. Wir müssen jetzt hinten ein bisschen offener machen, damit wir vorne mehr haben, was wir verballern können sozusagen. So, wir müssen doch nochmal versuchen, in deren Basis reinzukommen. Nee, na gut, es ist geschafft. Na gut, Mira. Alter. Wir wissen beide, dass du mich über den Tisch ziehst. Aber ich werde dich trotzdem anheuern. Meine Truppen unterstehen deinem Befehl, Jim. Ich bin so froh, dass ich jetzt auf deiner Seite stehe. Und auf Matthews. Du hinterhältige Kleine! Ich werde dir zeigen, was mit doppelzüngigen Feindspielern passiert! Ich würde mal sagen, die Basis von der... ist nicht allzu schlecht. Gut, hier hinten ist die Basis von dem. Ich habe so gut wie keine Mineralien. Was machen wir mit der Basis hier? Die auch noch zu verteidigen, ist ziemlich scheiße. Ich würde mal sagen, die Siege Tanks kommen mal hierher. Die Einheiten kommen auch alle hierher. Ich muss sagen, ich verlagere jetzt alles. Ich habe nämlich eigentlich überhaupt gar keinen Bock, mich hier um zwei Basen gleichzeitig zu kümmern. Der WWF kann hier ja noch die Mineralien einsammeln. Und sonst würde ich auch sagen, abheben, abheben, alles einsammeln. Und auch abheben.
Warum hier? Wo fliegen wir denn mal damit hin? Am besten erst natürlich hier vorne hin. Hier direkt wir landen mit der Basis. Das Ding landet hier hinten. Mit dem Tech Lab. Da passt es hin. Und das mit dem Tech Lab landet das da. So, was haben wir denn hier für Stationen? Fabrik. Wir haben hier nur kein Söldnerquartier, das ist doof. So, unsere Siege Tanks sind auch angekommen. Wollen wir mal einen hier aufsiegen. Den siegen wir doch nicht hier auf, das ist ziemlich blöd. Wo kommt der hier durch irgendwie? Nein, kommt der natürlich nicht. War ja auch irgendwie klar, wäre zu schön gewesen. Der soll sich da aufsiegen. Zack, zack. Paar Marodeure, paar Space Marines. Nicht genügend Mineralien, toll. Warum kann das Söldnerquartier nicht abheben? Das ist scheiße. Den Sammelpunkt vom Söldnerquartier müssen wir mal nach hierher verlegen. Und ein paar... Oh, nicht genügend Reihen, war ja wieder klar. Alle absenken. Updates brauchen wir auch gerade nicht. Ich brauche... Obras und wir brauchen mehr Versorgungsdepots. Jetzt schon. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein paar mehr WBS und immer noch ein Versorgungsdepot. Das ist ziemlich blöd. Ja, ich will jetzt mal hier so ein bisschen in die Offensive gehen. Wollen wir uns mal hier unseren Trupp zusammenstellen. Die Cobras raus. Die zwei mit. Einen Siege Tank haben wir. Den nehmen wir auch noch mit. In den Trupp darin. Die Cobra kommt auch direkt mit. Und ich würde sagen, die laden wir alle aus. Wir dürfen hier Mineralien abbauen. Ja, ich wollte gerade los. Ich wollte gerade zu euch kommen. Also den Belagerungspanzer haben wir und den. Die legen wir mal auch auf dem Hotkey, dann können wir die schneller aufsiechen. Ich würde mal sagen, auf geht's. Wollen wir den mal seine Basis zerdeppern. Der sollte ja nicht allzu große Chancen gegen uns haben. Hier hinten noch mit der Reihe, nein. Warte mal hier.